Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Überschwemmungsgebieten in Bayern und Baden-Württemberg hat sich heute die Lage weitgehend entspannt. Aber noch immer stehen zahlreiche Wohnungen unter Wasser. Im Laufe der Nacht hörten die sintflutartigen Regengüsse auf, die zusammen mit der Schneeschmelze die Katastrophe ausgelöst hatten. Dafür allerdings setzten in höheren Lagen Schneefälle ein. Durch drastisch gesunkene Temperaturen bildete sich im Südbadischen zusätzlich noch Glatteis. Bereits in der Nacht davor war Katastrophenalarm ausgelöst worden. Feuerwehr und Hilfskräfte waren rund um die Uhr im Einsatz und hatten alle Hände voll zu tun, überflutete Keller auszuräumen. Das Ausmaß des Schadens zeigte sich am heutigen Morgen. Mindestens 4 Menschenopfer hat die Hochwasserkatastrophe in Baden-Württemberg bisher gefordert. Die Zerstörungen sind noch unüberschaubar. Nach ersten Schätzungen der Polizei sind allein im Südbadischen Schäden in Höhe von 300 bis 500 Millionen Mark entstanden. Insgesamt, so schätzen Versicherungen, überschreitet der Schaden die Milliardengrenze. In vielen Gemeinden ist das Trinkwasser durch das Hochwasser verschmutzt, die Versorgungslage dramatisch. Wir haben keine Heizung, keinen Strom, kein nix, kein Telefon, nix. Gegen Mittag hatte sich die Hochwassersituation allerdings entspannt. Dennoch sichern und erneuern Feuerwehr und technisches Hilfswerk die von den Wassermassen angegriffenen Dämme. Die katastrophale Auswirkung des Hochwassers ist nach Meinung des Rastatter Auen-Instituts hausgemacht. Sie seien eine Folge der technischen Umgestaltung der Landschaft. Bachbegradigung, Bodenversiegelung, Verlust von Bach- und Flussauen halten die Naturschützer für die Ursachen.